Hallo Leute und willkommen hier auf Leokraft. Ich bin hier gerade mitten im Technikgewirr vom Redstone-Bunker von The Joecraft, also dem Erbauer. Der Erbauer der originalen Map ist von The Joecraft. Ich habe hier ein bisschen schon was verändert. Und da wollen wir heute weitermachen. Und zwar geht es bei diesem dritten Job, der so viel Zeugs benötigt. Da waren wir gerade damit beschäftigt, uns an die rote Beete zu... Nee, nicht an die rote... Doch, an die rote Beete zu machen, oder? Ja, doch, rote Beete. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir rote Beete herbekommen. Sondern so einfach ist es nicht, rote Beete zu bekommen. Und zwar, meine Idee ist, dass wir rote Beete hierher bekommen. Und die Idee ist gut. Das heißt, wir machen hier als nächstes eine IMS-Abfahrt hin. Und zwar bauen wir die mal ganz einfach. Zack. Zack. Gut, das sieht jetzt ein bisschen blöd aus, aber das juckt mich gerade mal nicht. Und jetzt bin ich runtergefallen. Und dann machen wir halt so weiter. Zack, zack, zack. So, so. Jetzt hoffen wir, dass man da durchkommt und stellen zu guter Letzt fest, dass... Wir stellen zu guter Letzt fest, dass diese Idee, die wir eben hatten, eine... eine fragliche Idee ist, denn... Wahrscheinlich, ich nehme hier jetzt mal eine Güterlore. Wahrscheinlich wird diese Güterlore da jetzt hängen bleiben, stimmt's? Ja. Dann wissen wir also, dass das keine so gute Idee war, reißen alles wieder ab. Und machen unseren ganzen Schrott einen Block weiter rechts. Da wir ja jetzt schon wissen, wie es geht, dürfte das deutlich einfacher werden. Zack. Abreißen. Abreißen. Ändern. Nein, nicht so rum. Ändern heißt diesen Block. Ein Komparator dahin, ein Redstone dahin, die ganz einfache IMS-Weiche. Redstone, zack, zack, zack. Und dann würde ich sogar sagen, die Schiene weg, zwei, zack, zack, Antriebsschiene, Antriebsschiene antreiben, Block, 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 gut, das sieht jetzt ein bisschen gewirr aus, aber so ist halt mein Baustelle chaotisch und unübersichtlich. Wenn man von oben rollt, denkt man wirklich, dass hier, naja, keine Ahnung, jemand ein Kunstwerk aus Schienen gebaut hat, aber nicht, dass es einen Zweck hat. Hat es aber, und zwar, es hat den Zweck, dass an diesem Trichter, der noch abwesend ist, jetzt kommt er an, na, falsch, so, das ist viel bequemer, wenn man das so macht, dass an diesem Trichter, welcher hier jetzt eingeführt wird, und über diese Probleme, die es jetzt gerade gibt, Guten Tag, wo ist... Du platzt mitten in meine Aufnahme rein, danke. Okay. Gut. Nina? Ich soll dir vom Hinak sagen, dass der Hinak direkt zu dem Termin kommt. Wieso? Nein, ich habe ihn daran erinnert. Dieser Trichter. Ja. Und dann kommt hier noch eine Fackel dazu. Zack. Und ein weiterer Trichter. Welcher Trichter? Dieser Trichter trichtert. Da dürfen wir, darf er nicht den Trichtern, also trichtert unser Trichter mal. Da entlang. Und trichtert hier rein. Und die Trichterei hat sich dann gleich ausgetrichtert, wenn unser Trichter
hier noch angetrichtert wurde. Dann hat sich's jetzt endgültig ausgetrichtert. Wir tun noch einen Redstone hier hin und einen Verstärker und dann ist das ganze System fertig. Halt, nein, noch nicht ganz. Es fehlt noch hier eine Antriebsschiene. Und hier ein Zeugs und hier auch noch irgendwas. Für Leute, für Minecarts, die zu blöd waren, ihre Abfahrt zu wählen. So, jetzt müssen wir schauen, wie kriegen wir das Minecart nach unten. Dank der guten alten Erdanziehungskraft, die es auch hier gibt, dürfte das wohl nicht allzu schwer werden. Wird auch nicht, wir nehmen hier Blöcke und können dann weitermachen, genauso gut, wie wir es bis jetzt getan haben. Mit einem weiteren Block, darauf eine Fackel, damit das leuchtend rot wird. Dann, ja, Trichter-Minecart brauchen wir jetzt, deswegen bleibt das bitte mal da. Merci. Dann stellen wir fest, dass wir das so machen können, oder? Können wir das wirklich? Ja, das geht. Zack, zack. Führen unsere Schiene hierhin und stellen dann fest, dass... Wir es eigentlich noch eins weiter nach links bräuchten, aber das gerade aus organisatorischen Gründen nicht möglich sein wird. Also lassen wir es so, wie es ist. Führen es nur noch ein wenig nach oben. Und tun dann noch hier einen Block da drauf. Den unteren Block kloppen wir weg, damit das hier keine Bugswitches gibt. Dann kommt Antriebsschiene, Antriebsschiene, normale Schiene, Block, der den, nein, kein Block, der den, doch, ein Block, der den, nein, Block oder nicht, das ist hier die Frage. Nein, das gibt keinen Bud-Switch, der powert den Block, der Block powert aber nicht das da, weil das ein Block, ja doch, das geht. Bin ich mir jetzt ganz hundertprozentig sicher, so, zack, zack. Und zu guter Letzt hier einen Block hin und dann haben wir das System fertig. Jetzt können wir hier die Minecarts fallen lassen. Und zwar müssen wir die Minecarts auf dieser Seite hier fallen lassen. So. Und die Minecarts lassen wir folgendermaßen fallen, indem wir einen Fallschutz bauen, damit die Minecarts auch dahin fallen, wo es hinfallen soll. So, na, nicht ganz. Die Quarzblöcke bleiben bitte in meiner Hand, vielen Dank. Dann müssen wir hier nur noch einen Block hin platzieren, welcher bepowert wird. Und dann müssen wir überlegen, was da wieder reinkam. Ich glaube, es war rote Beete, aber in so einem Fall fällt man lieber nach unten, um nachzugucken, und es war tatsächlich rote Beete. Die wird jetzt eingerichtet, indem wir sie uns mal nehmen. Rote Beete, meine ich, ist Nahrung, da haben wir sie, und wir nehmen sie uns gleich mal ein wenig öfters. Zack, Knöpfe brauchen wir gerade nicht so dringend. Wir nehmen uns nämlich jetzt diese rote Beete und führen die hier rein. Zack. Testen bei der Gelegenheit gleich, ob das funktioniert. Stellen dabei fest, dass das noch nicht funktioniert, weil hier dieser Trichter noch bepowert wird. Das heißt, wir müssen warten, bis hier abgelaufen ist. So lange bepowern wir dies hier und richten unser Minecart ein, damit uns hier ordentlich was geholt wird. Weiß das Minecart übrigens schon, was es holen soll? Ja, das weiß es. Und zwar nehmen wir einen Trichterlorer, aber Sicherheit geht vor. Sehr schön. Und hier sollte mittlerweile auch alles verduftet sein. Nein, weil genau das... Dieser Block ist das Problem, welches fast lösbar wäre, wenn...
das so funktioniert, was es nicht tut. Aber für dieses Problem gibt es, wie für jedes Problem, eine Lösung. Und diese Lösung ist in diesem Fall sogar ziemlich halb einfach. Wir müssen einfach unsere Trichterstraße ein wenig verändern, wobei dann haben wir hier ein Problem. Und zwar verändern wir die Trichterstraße von uns ein bisschen in die Richtung nach unten. Hier würde das ja niemanden jucken, wenn das eins tiefer abgenommen wird. Ja, das juckt niemanden. Beziehungsweise das hat niemanden zu jucken. Wahrscheinlich euch, aber das ist mir gerade mal egal. Denn ich bin gerade ein bisschen viel am Reden, macht Spaß. Ich werde jetzt hier einen Komparator platzieren. So, daran einen Verstärker tun und zu guter Letzt einen Redstone dran. Dann werde ich ein bisschen runterfallen und den Anschluss hier etwas verändern. Denn ich brauche jetzt Trichter und Spender. Es kommt ein Spender. Nein. Blöd, böser Spender. Böser Spender. Gut, dann müssen wir doch kurz mal das Wasser abstellen. Wasser ist abgestellt. Wir entfernen das hier und tun jetzt einen lieben Spender rein. So. Danach drehen wir den Wasser. Das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Wir drehen diesen Wasserhahn wieder auf. Jetzt passt es. Halt, nein, nicht ganz. Wir müssen noch hier verhindern, dass da irgendein Schrott mitgemacht wird mit den Items. So, jetzt passt alles. Nur, dass wir unsere Trichter jetzt hier einführen müssen. Haben damit quasi einen Block an Höhe gewonnen. Das geht. Das ist Trichterlogik. Das kann man nicht lernen, das muss man können. Das ist auch Trichterlogik. Nee, das ist Baulogik. Das kann man lernen und muss man nicht können. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Weil der Trichter bleibt ja aktiviert, das sollte gehen. Und so langsam müsste das auch funktionieren, oder? Nein, das funktioniert noch nicht, weil wahrscheinlich, weil ich viel zu spät dran bin, oder? Ja. Die Items sind schon alle Richtung Lager gewandert. Ich habe meinen Trichter verloren. So, jetzt. Zick. Kommen hier unsere Trichterchen hin. Bis ich feststelle, dass das Döner. So. Jetzt sollte das gehen, da wenn ich etwas Kakteen hier rein tue, gehen die nach unten. Ja, zwar nicht schnell, weil der Trichter geblockt ist, aber der Trichter hat eine saugende Wirkung und das war nicht gut. Aber trotzdem, auch wenn das nicht gut ist, die Items kommen hier rausgeschossen und wandern Richtung Lager und es geht sogar ziemlich schnell. So, da wir jetzt wissen, dass unser Zeugs funktioniert, können wir ganz guter Hoffnung sein, das Eisenbahninventar wählen und eine Trichterlore losschicken, welche sich einmal kurz belädt und dann
auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Nee, sie verschwindet im Lager und da können wir jetzt die gleich mal hinverfolgen. Wie lang läuft eigentlich die Folge schon? Ach, wir machen ein bisschen länger heute. Oder wir machen. Ich weiß jetzt nicht, was ich mache. Die Folge wird wahrscheinlich ein wenig länger heute, weil ich einfach gute Laune habe. Und wenn man gute Laune hat, nimmt sich's leichter auf. So, das IMS-Anfragemagazin wurde eben angefordert. Dann dauert es nicht mehr lange, bis hier ein Minecart erscheint. Da kommt es. Da ist es angekommen und es versucht sich zu beeilen. Nimmt seinen Weg ins nächste EMS-System und ist dann sehr schnell hier vorne angekommen, wo bereits, wie man an der einen Lampe erkennen kann, das EMS bereits freigeschaltet ist. Und unser Minecart fährt in Kürze in die EMS-Warteschlange ein. Da ist es schon und hat keine Ahnung, wie viel Zettel. Es fährt jedenfalls schnell durch das EMS-System durch. Bis zur Kiste mit. War nicht Rote Beete gefordert? Was ist in diesem Minecart? Weiß jetzt nicht, was da drinnen ist. Er hat wahrscheinlich kein Item gefunden, oder? Dann liegt das an der Trichterposition. Kann man ja gucken, was aufgenommen wurde. Finde ich jetzt nicht sehr schön, liebes Minecart. Finde ich überhaupt nicht schön. Ist der Trichter vielleicht geblockt? Nee, der ist activated. Da. Nur ein Fehler-Item nicht gefunden. Aber warum nimmt es kein Item auf? Ja, böses Minecart, böses Minecart. Unser Minecart nimmt ein Zettelchen auf, begibt sich dann auf die lange Reise, nicht dahin, sondern hierhin, fährt hier weiter, fährt hier rum, fährt hier hoch und sollte eigentlich ein Item haben. Verstehe ich nicht. Es kann aber auch sein, dass es einfach ein simpler Minecraft-Rechenfehler war. Deswegen try it again. Minecart hierhin. Und Redstone zur Aktivierung. Tick. Du nimmst. Wieso nimmt das nichts auf? Wenn das was aufgenommen hätte, müssten da jetzt 62 drin sein. Wahrscheinlich ist es dann auch wieder der Fall, stimmt's? Ja. Das Minecart nimmt was auf, gibt aber wieder etwas ab. Warum? So, dann müssen wir jetzt debuggen. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Debug-Schienen entfernt. Das heißt, das Minecart hält da jetzt vollautomatisch an. So. Was ist da los? Trichter. Zack. Zack. Also. Minecart hat hier angehalten und hat hier schon nichts mehr drinnen. Das kann doch irgendwo nichts mehr sein. Das geht doch gar nicht. Also ich verstehe es jetzt gerade auch nicht. Irgendwie ist hier eine versteckte Kamera außer meinem Aufnahmeprogramm. Das kann doch nicht sein. Blab!
Und? Nein, ich möchte wissen, was da drin ist. Da ist noch eine drin. Okay. Minecraft zu spielen kann sowas von anstrengend sein. Da ist es noch drin. Und wenn man weiterfährt, geht es plötzlich heraus. Es muss doch irgendwo hingehen. Nix! Das kann doch nicht sein! Also jetzt fange ich an, keine Ahnung, was zu glauben. Ein Item kann doch nicht einfach so verschwinden, außer es liegt 5 Minuten lang irgendwie rum. Der ist enabled. Und er kriegt, denke ich, auch ein Item. Ich verstehe es gerade echt nicht. Es war doch hier vorhin noch ein Item drinnen und jetzt ist es schon da. Irgendwas auf diesem kleinen Abschnitt. Ist da der Teufel am Werk? Nix. Nichts. Nicht das geringste etwas, das man überhaupt was machen könnte. Aber mir wird es jetzt zu blöd. Wir bauen die Trichter jetzt nämlich andersherum. So. Und zwar bauen wir jetzt die Trichter so, dass das hier mal rausgeht. Weil wir jetzt hier Trichter brauchen. Damit hier nichts mit einer Bepowerung passieren kann, was nicht gewollt ist, machen wir das so. 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 Und zu guter Letzt noch einmal so. Oder wir gehen auf die sicher. Da kommt die Fackel hin. So, und wenn jetzt noch mal was passiert, echt, dann lade ich die Aufnahme als jemand hackt meinen Computer in Minecraft und entfernt dauernd Items aus einer Güterlore, nur um mich zu ärgern. So. So, jetzt kommt der große Moment. Was? Das kann doch nicht sein! Doch, das kann sein. Gut, da bin ich jetzt schuld. Ich habe vergessen, die rote Beete in den Trichter zu tun. Aber vorher war die drin, das kann ich euch versichern. Das habe ich jetzt. Sie war ja drin, als wir es unten überprüft haben. Da war es ja drinnen. So, jetzt hoffen wir mal, dass es halbwegs gut ankommt. Und jetzt kommt der große Moment. Na, immerhin etwas. Danke.
Okay, und das war Fail. Glaube, hier ist jetzt was passiert, was nicht so ganz sein sollte. Deswegen muss ich mal kurz nachschauen, und zwar jetzt schleunigst. Und muss in den nicht in den Admin-Raum, sondern in den Raum hier. Nein, kein Screenshot machen. Ich will das IMS-System abschalten, bevor es zu spät ist. So, das ist jetzt abgeschaltet. Als nächstes suchen wir das Minecart. Und dann stellen wir fest, ich habe mich vorhin verguckt. Gott, leckt mein Computer schon wieder. Sind das zwei? Das könnte tatsächlich, das waren zwei. Dann sollte, wenn ich hier ein Minecart hinstelle, das fährt los. Am IMS-System, das ja Gott sei Dank immer noch abgeschaltet ist. Beziehungsweise am IMS-La... Ja, gut. Ich hatte zur Abwechslung mal Glück. Und zwar insofern, dass hier ein Redstone-Block fehlte und ich noch eine Debug-Stufe dazwischen geschaltet habe. Und ich jetzt das Minecart anschieben kann. Trotzdem bleibt das erstmal drinnen. Vielleicht ist ja irgendwo beim, beispielsweise hier vorne beim 5-Minuten-Counter die Items ausgegangen. Und wir schauen hier hin. Wie schön das blinken kann. Einmal schön aus an. Es gibt auch nichts Schöneres. Und zu schauen, wie sich hier die Minecarts aufreihen. Gut, das ist das Letzte, was wir machen. Wenn das ordentlich funktioniert, beende ich die Folge, egal wie lang sie ist. Denn da muss ich den Halbschock bzw. die Aktion erstmal verdauen und dann mache ich die nächste Aufnahme. Kommst du mal an? Ja, wenn man vom Teufelchen spricht. So, da können wir mal reinschauen. Rote Beete S19 und K2, das passt alles. Also können wir einschalten. Warten darauf, dass sich der Timer abläuft. Kann man auch. Und wieder 3, 2, 1 und 0. Zack. Das Ding sollte sich jetzt... die entsprechende Kiste suchen. Braves Minecart. Befüllt sich womit? Ach, mit roter Beete. Ja, wie konnte ich das vergessen? Da könnte man vielleicht auch nochmal was dran ändern. Wobei das eigentlich mal so schwierig ist. So schlimm ist es nicht. So, das ist bereits zurückgefahren und hoffentlich kommt es da jetzt gut an. Sowas muss man immer deutlich schneller sein. Wir warten jetzt noch gut, kurz. Ich überlege schon mal, wo ich mich von euch gleich verabschieden werde. Ich würde sagen,
Keine Ahnung. Ich mach das dann spontan. Da, wo das meinen kann. So, komm, fahr richtig raus. Ja, fährt richtig raus. Kommt auch richtig an. Gibt eins ab. Sehr schön. Und deswegen verabschieden wir uns hier oben drauf. Und dazu gehe ich extra für euch nochmal in den Game Mode 1. Und extra für euch wird auch alles entfernt. Extra für euch schaue ich mich auch nochmal von vorne an. Und extra für euch sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.